Da ist er. So, erster Zander. Sehr gut. Komm, ich wieder Oberzart. Viel der Oberzart. Da ist er, der Bursche. Ein kleiner, aber fein. Oh. Ei, 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 ei. Da sind mehrere. Ja, ich hab's gemerkt. Ja, leider vertrat es uns da in dem Loch wieder. Und der Sturm wieder. Nein. Dieser Sturm. Kein lustiger Angelausflug, liebe Freunde. Sturm. Kein Sturm, Sonne, Wind, Regen, wieder Sonne, kalt, warm und es ist im Juni. Richtiges Aprilwetter. Hängt er? Der Hänger? Boah, da ist er. Der war schön. Oberhalb vom Hänger. Der ist schön eingestiegen. Wieder ein kleiner. Mittlerweile regnet es wieder. Aprilwetter im Juni setzt sich fort. Es war gerade wieder leichter, stärkere Brise. Hat sich jetzt wieder ein bisschen beruhigt, regnet uns trotzdem. Und so geht es halt dahin. Die Fische haben mittlerweile aufgehört zum Beißen. Aber wir probieren es einfach in 2-3 Stunden nochmal. Die Stelle wissen wir eh. Und dann schauen wir, wie es weitergeht. Hui! Und so kann man sich hier. Per die Fernbedienung. Und so kann man sich irren. Ganz eine kleine, unscheinbare Stelle. Und da haben wir den größten Fisch rausgefangen. Weg ist er. Weg ist er? Ja. Weg ist er. Gesehen haben wir. 70 wird er schon gehabt haben, knapp. Aber da bist du ganz bist du. Endlich haben wir richtig einen Hocker, gell? Ja. So. Jetzt habe ich zwei Biss versammelt. Und der dritte war es dann. Ui. Und weg ist er. Das war Zander Nummer 8. Das Wetter dürfte sich jetzt anscheinend stabilisieren und die Fischbeißen fangen zum Beißen an. Ja. Den großen vorher mal verloren und der ist jetzt auch weg, aber nachdem wir sie sowieso auslassen, spielt das eigentlich eine nebensächliche Rolle. Ah, es ist in der Strömung, das ist jetzt sicher ein besserer. Ja, so wie meiner jetzt. Also knapp 50, aber schön dick sind sie. Ja, jetzt haben wir mal rausgebracht wieder. Super, geil. Joker. Wir haben gerade über die Farbe diskutiert und ich habe gesagt, zu viel Farbe gibt es nicht. Und hier ist der Beweis, zu viel Farbe ist momentan, gibt es nicht. Ich spiele es gerade. Ja, oder Hänger. Einmal Hänger. Hängt da? So, das war jetzt Nummer 10. Striker geht.
Also wie gesagt, zu viel Farbe gibt es nicht. Joker ist jetzt anscheinend genau die richtige Farbe. Sogar Flu Explosion ist zu wenig. Super. So. Und weiter geht's. Die Zander stehen zwischen den Steinen. Deswegen tackert man ganz leicht nur auf. Und wenn man Glück hat, geht es hinterm Stein direkt ins Zandermaul. Oder auch nicht. Man merkt, dass jetzt oben die Strömung stärker ist als am Boden. Deswegen steht jetzt auch die Schnur in die falsche Richtung. Ist natürlich blöd, wenn die Schnur so steht, weil dann beißt er nämlich immer auf den Kopf zuerst, weil der Fisch hinten nachkommt. So. Das war der Biss. Geht's wieder auf hier? Nächste. Stammbeißer. Und auf den Hügeln um ist oft passiert, dass wir relativ große Fische gefangen haben. Das schaut nicht gut aus. Ah, ich finde keinen Bone mehr. Ja, aber 10 Meter habe ich gar nicht. 6 auf 10 habe ich gar nicht. Ja, das ist, der Kopf ist einfach zu leicht. Hast du einen leichten oben? Mhm. Ich habe einen schweren. Du hast einen 40er oben, gell? Ja, nein, das ist. Das merkst du genau. Für die extreme Strömung ist der 30er Kopf, der 28er viel zu leicht. Da kommst du nicht oben. Da fährst du mit dem Hänger rein und spürst nichts. Ja. Muss einen anderen Kopf montieren. Geht es jetzt wieder auf? Und vielleicht ist dann, wenn es hinten runter geht, der Fisch. Oder Hänger. Man sieht jetzt wieder genau, dass unten keine Strömung ist und dass oben, ui, das war ein Anfasser. Und dass oben das Wasser viel schneller ist. Deswegen steht die Schnur wieder zurück. Und deswegen hat, wie ich gerade gesagt habe, mal wieder ein Fehlbiss, weil einfach das Blei zuerst auf den Kopf kommt vom Fisch und dann hat man so einen Antapper. Das fühlt sich dann so an, als wenn er wegstoßen wird. Also wenn ihr sowas habt, das sind Anfasser, also ihr wisst dann, das sind Fisch. Und beim nächsten Mal müsst ihr halt einfach die Drift so machen, dass die Schnur richtig steht. Und da ja Köder richtig steht. Und zwar mit dem Kopf in die Strömung und nicht mit der Strömung. Weil so hat man halt einfach sehr viele Fehlbiste. Jetzt steht die Schnur wieder richtig. Jetzt ist die Oberflächenströmung ein bisschen langsamer geworden. Ein bisschen weiter drüber trimmen. Und aufgabelt, da war schon der Biss. Die Schnur ist richtig gestanden und schon mal wieder der Biss da. Das Radioactive, was ich umhab, ist entweder zu wenig Farbe oder wir treiben so oder die Fische dann einfach weiter nehmen. Das kann natürlich auch sein. Müsst ihr jetzt ausprobieren, indem ich einfach einmal eine andere Farbe aufgebe. Ich werde jetzt einmal einfach einen kleinen Joker probieren. Weil jetzt brauche ich da eh nicht mehr 40 Gramm.
müsste man einmal mit 30 Gramm schon wieder ganz normal fischen können. Jetzt hat sich das Wetter wieder beruhigt, der Wind hat jetzt aufgehört. Halt, das war ein Muschelbeißer. Also heute, der heutige Tag war recht erfolgreich mit 11 Fisch bis jetzt. Und da ist er. Oh, der war schön. Der ist schön eingesteckt. Bist du deppert? Das war mein erster schöner Biss. Und das ist auch gescheiter. Das ist ein gescheiter. Das ist ein guter. Das ist ein besserer. Das ist ein besserer. Ja, da ist er schon. Jawohl. Das ist ein besserer. So schauen sie aus. Und da siehst du, wie aggressiv die sind. Er stellt nämlich gleich alle Stacheln auf, der Bursche. Und zack, und weg ist er. Ja, so ist es halt. Beim Vertikalfischen. Aber radioaktiv haben sie trotzdem gesehen. Ja, wir sind jetzt leider unterbrochen worden, weil ich glaube nämlich, dass also der Akku war leer von der GoPro. Natürlich immer dann, wenn man einen schöneren Fisch fängt. Ich wollte euch nur den Köder eigentlich zeigen. Der Fisch ist wirklich nur ein Drilling gehängt. Jetzt fische ich eigentlich schon mit drei Hackeln, kannst du sagen. Einer ist im Gummi drinnen. Und zwei Hecken hängen extra und trotzdem kommt er ab. Also sie nehmen nicht so hundertprozentig richtig oder er hat einfach den Köder verfehlt. Das kann natürlich auch sein. Da sieht man die Kotzer. Da aber eine Bissen hat, zerrissen hat anscheinend, ja. Wenn wir das jetzt wieder ein bisschen seitlicher montieren, vielleicht hängt er dann besser. Gut, der Hakel ist auch stumpf. Nehmen wir weiter dran da. Der ist kaputt. Und dann lassen wir jetzt noch Zander Nummer 12. Am heutigen Tag wieder runter und probieren wir vielleicht den 13. zu fangen. Jetzt kommt wieder der Wind, man hört es. Aber wenigstens beißt was. Halt. Da geht's auf. Aha. Schauen wir mal. Da dahinter was lauert, da hinten geht es wieder. Gleich mal einen Meter runter. Am Echolot war ein Zander zum Sehen, aber er wollte nicht beißen. Probieren wir noch ein bisschen mit einer aggressiveren Köderführung. Vielleicht kommt er dann. Aber weit sind wir noch nicht weg. Es kann sein, dass er noch vielleicht auch umdreht. Oft passiert das, dass sie nachschwimmen. In dem Fall aber jetzt nicht. Wenn man es jetzt wieder dreht und mein Köder ist jetzt wieder irgendwo, ich muss jetzt wieder mich umdrehen. Aber das dürften so die Sommerstellen sein. Das Wasser hat so 21, 22 Grad. Schau, was ist mit meiner Spule jetzt los? Also ich bin hinten drauf. Mir jetzt ist wieder mal die Ruten aus der Hand gerissen. Von lauter Vorfall, das war ein Zander übrigens. Weil aufgeschoben auf dem Drilling. Das machen sie nämlich manchmal mehr, die Herrschaften. Weil ein Biss war es, zwar kein Brachiale und das war ein bisschen komisch, also er dürfte angestopft haben wieder. Das sind oft die Kleinen, die den Köder anstupsen. Weil unser Striker ist eh so weich, wenn der den ansagen will, hängt er eigentlich immer am Haken. Deswegen ist ja die Konstruktion von dem Gummi so, dass der Haken bei der ersten Rippe rauskommen soll. Weil wenn er einen ansagt, kloppt er zusammen der Köder. Und als erstes kriegt der Zander den Haken ins Maul. Und dann sollte er natürlich muss er auch groß genug sein, der Zander. Vor allem, wenn du den größeren Gummi fischt. Weil sonst probiert er dann ansaugen und hängt dann halt irgendwo. Deswegen auch der Beidrilling manchmal nicht so schlecht ist. Bei kleineren Gummis verwende ich eigentlich selten einen Drilling. Aber bei den 17er ist der Vorteil, überwiegt der Vorteil.
Und wie wir gesehen haben, ist der letzte ja trotzdem abgekommen. Trotz Drilling, Einzelhocken und vollgespickt. So, wieder aufgeschieber. Weiß nicht, was jetzt los ist, keine Ahnung. Irgendwas passt ihnen nicht. Vielleicht haben sie auch aufgehört zum Beißen oder keine Ahnung, was ihnen nicht, was doch nicht stimmt. Zander sind Zicken, deswegen fangen sie mit Z an. Ah, da ist sie, die Buhne. Die Buhnen sind jetzt überschwemmt. Weil es ist ein erhöhter Wasserstand, das ist kein Hochwasser, aber leicht erhöht. Ah, Schlangen. Auf jeden Fall schaut es da sehr gut aus. Und da geht es jetzt oben nach der Buhne, wie man sieht. Wir haben jetzt ein paar Meter. Irgendwas angekackelt. Ein Fisch anscheinend. Jo, ein Fisch angekackelt. Da ist er. Genau, einen Buhnenzander. Ins Maul eine angekackelt. Bis war es keiner. Der ist einfach mitgeschwommen, der Fisch. Aber ich habe es dann. Halt, nicht springen bitte. So. Man sieht schön. Das sind die Zweijährigen. Lieb sind's. Wiedersehen. Der ist mitgeschwommen, der Fisch. Mit der Strömung. War ganz nur ganz ein zoghaftes. Also ein richtiger Biss war es nicht. Das ist der stumpfe Hocken. Das war jetzt Zander Nummer 13. Also, ich glaube mit dem heutigen Tag können wir zufrieden sein. So. Und das war das, wie ich früher gesagt habe. Das hinter dem Bunnenkopf oder auf dem Bunnenkopf war teilweise, der ist jetzt unterhalb gestanden, ist mitgeschwommen. Also der Biss war schon ein Stückchen vorher, es war nicht ganz am Grund unten. Es kommt da immer darauf an, wo sie stehen oder wo sie drauf lauern, die Zander. Das sind ja keine guten Schwimmer. Schon wieder ein Antapper. Und je nachdem, wo sie halt gerade rasten oder am Raub sind, kriegst halt am hinterm Bunnenkopf dann den Biss. Da haben wir jetzt eine Drehströmung. Da haben wir früher den größten Zander des Tages gefangen. Es ist oft so, dass auf kleinen, unscheinbaren Stellen größere Zander stehen, die dann die kleinen vertreiben, weil da einfach halt ein Hindernis ist, das so eine gute Deckung bietet, dass so viel Nahrung angeschwemmt wird für den großen Zander und der da in Ruhe wachsen kann. Also kleine unscheinbare Stellen immer befischen und zwar genau befischen. Wenn man Bohr unten auf einer sehr kleinen Stelle einen 90 Plus Zander gefangen. Die Stelle ist auch nicht größer als bei der Stelle da. So, der nächste Zander. Einmal ein bisschen ein besserer. Wenigstens einmal so ein 50er, 55er. Ja, ja, schön. Petri, geil. Ja, aber ein schöner Biss auch. Und endlich einmal ein gescheiter Biss. Ja. Super. Sauber. Geil. Super! Schau, schon da. Was war jetzt nochmal? 16. Wow. Striker in Radioactive. Hat zugeschlagen. Sauer. Geil. Ein bisschen eine Flurpunkterle haben wir noch drin, weil wir beim Gelben im Link gehabt haben. Super.
schönes Zandl. Ja, besser. Baba. Ja, das macht Spaß. Super.